zurück bei Golden Sun, die vergessene Epoche. Wir haben endlich das Schiff und unser erstes Ziel wird sein, hier oben, irgendwo, hier denke ich mal, das wird unser Ziel sein. Ich habe gelevelt bis Level 21 bin ich jetzt. Ihr solltet Ende des Kapitels auch ungefähr Level 21 sein. Das passt. So. Denn ihr müsst jetzt relativ oft die Karte benutzen, weil die östliche See ist sehr weitläufig. Und wir werden jetzt erstmal nach oben zu einer Stadt fahren. Ihr werdet gleich sehen, welche das ist. So, Gegner können auf dem Wasser natürlich auch aufkreuzen, aber uns steht die gesamte östliche See einfach zur Verfügung. Oh, ich liebe Golden Sun. Ich liebe dieses Spiel einfach. Und neue Musik, wie ihr hört. Sehr süß. Kristallstaub. Nice. Sehr schön. Weiter geht's. Tatsächlich müssen wir auch Seevögel umbringen. Wir haben gar keine Wahl. Die geben mir jetzt alle übrigens relativ gut EP. So, wie weit ist es noch? Wir haben die Hälfte des Weges geschafft. Was haltet ihr eigentlich von Golden Sun allgemein? Seid ihr auch Fan der Reihe und hofft auf den vierten Teil? Oder mögt ihr das Spiel gar nicht? Ich werde den dritten Teil übrigens in naher Zukunft nicht let's playen, weil ich da immer noch warte auf... dass der vierte Teil angekündigt wird. Vorher lohnt sich das nicht. Das ist der falsche Ort. Hier wollen wir noch nicht hin. Also einmal hier hinten, glaube ich, hin. Da. Da wollen wir hin. Champa. Train. Train, bist du das? Täuschen mich etwa meine Augen? Ja. Oh. Ich muss mich geirrt haben. Junge Dame, suchen Sie nach jemandem namens Train? Ja, alter Mann. Ich suche nach jemandem, den man Train nennt. Wo ist Train? Es tut mir leid, aber Train ist nicht bei uns. Nun, wo kann ich diesen Train dann finden? Warum willst du ihn so dringend finden? Ich? Ich bin Fei Si. Train hat mir eins geholfen. Er half Husu, der in eine Falle geraten war, aber Train hat ihn gerettet. Er ist ein mutiger Mann, nicht wahr? Davon gehe ich aus, aber warum bist du auf der Suche nach ihm? Gefällt er dir? Geht es darum? Du bist ein gemeiner alter Mann. Es ist nicht nett, mich so aufzuziehen. Ha, dann habe ich also recht. Du stehst auf Train. Nein! Oh, ist mir das peinlich! Keine Sorge, Fei Si. Wir werden Train mitteilen, was du für ihn empfindest. Ich? Wirklich? Würdet ihr ihm dann bitte dies hier überreichen? Was ist das? Train befindet sich auf einer gefahrvollen Reise. Ich mache mir Sorgen um ihn. Deshalb habe ich ihm einen Glücksbringer angefertigt. Ah, ein Glücksbringer. Ich verstehe. Ich gehe jetzt nach Hause, alter Mann. Danke, dass ihr mir diesen Dienst erweist. Ein goldenen Ring. So, jetzt ist die Frage, wer bekommt den goldenen Ring? Den goldenen Ring könnt ihr Aaron geben. Tatsächlich, Lel. So, geben wir den goldenen Ring Aaron. So, ich glaube, das mit Fei Si jetzt ist auch ein Event, was ihr nur auslösen könnt, wenn ihr euer Spiel übertragen habt. Sonst geht das, glaube ich, nicht. So, ich guck hier nochmal. Ja, ach nee, das ist kein Event, glaube ich, was ihr so auslöst, weil...
muss ich gucken, also hier kann ich nichts dazu lesen. So, dann gehen wir mal auf die Flöße, mal gucken. Es sah so aus, als wäre die Flutwelle vom Meer der Zeit gekommen. Was mag dort sein? Was hat sie verursacht? Die meisten der Seeleute hier leben in den Kavernen, in den Klippen. Aber ich mag diese Höhlen nicht, sie sind so feucht. Noch schlimmer aber ist es, dass die Leute, die im Hafen leben, die Klippenbewohner nicht mögen. Die Flutwelle war schrecklich. Sie hat mich beinahe mitgerissen. Ja, das ist traurig. Und dann reden wir mit den anderen Leuten, die hier noch irgendwo rumlaufen. Hier ist keiner. Wenn unser Vater die Meere bereist, nimmt er unser ganzes Zuhause mit und lässt uns im Stich. Aber wenn er mit leeren Netzen zurückkehrt, kommt noch der Hunger hinzu. Mein Papa zog aus, um Fische zu fangen, aber es gab keine Fische mehr. Deshalb ist er mit leeren Händen wieder zurückgekehrt. In Champa ist praktisch jeder arm, aber die Ärmsten leben auf Flößen. Ich würde so gerne an Land leben. In den Klippenkavernen ist nicht sehr viel Platz, deswegen müssen wir hier auf den Booten hausen. Ja, traurige Geschichte leider. So, da ist ein Steinkreis. Wie kommen wir denn zu dem hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Ah, hier bietet sich an. Ihr kennt es. So, einmal den Enthüller einsetzen. Den Wikingerhelm finden wir hier. So, dann gucken wir mal, wem wir den Wikingerhelm geben können. Den Wikingerhelm könnt ihr Felix geben. So, wo ist er? Weiter geht's. Oh, ich habe solchen Hunger und es gibt nichts zu essen, bis Briggs zurückkommt. Der wird nie wiederkommen. Ha. So, jetzt frage ich mich aber, warum können die nicht alle an Land leben? Aber zuerst suchen wir gleich die ganzen Schätze auf. Wie habt ihr euren Weg hierher an den Rand von Angara gefunden? Champa wird von den Bergen versteckt. Niemand nimmt jemals die Mühen auf, sich uns zu besuchen. Mit Ausnahme der Mönche vom Tempel von Fuchin. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, okay. Wann kommt Briggs mit Nahrung für das Dorf zurück? Wir können nicht mehr länger warten. Ja, das ist mir doch scheißegal, ob ihr nicht mehr länger warten könnt oder nicht. Wir finden den ersten Schatz und gehen mal in das Haus hier rein. In letzter Zeit haben wir viele reisende Krieger in Champa gesehen. Das war früher nicht so. Ob das vielleicht nur ein Zufall sein mag? Eine Gruppe von Reisenden kam hier durch. Sie suchten nach einem gewissen Felix. Er scheint ein sehr gefragter Kerl zu sein. Ja, und er steht vor dir, Omi. So, gehen wir. Wenn Briggs wieder zurückkommt, kann ich wieder mit Eoleo spielen. Hoffentlich kommen sie bald wieder zurück. Eoleo, Briggs Sohn, verfügt über eine merkwürdige Fähigkeit. Ich wette, wenn ich fleißig übe, kann ich so etwas auch lernen. Deswegen trainiere ich so hart. Nein, kannst du nicht. Noch nicht. Wenn ihr die Ruinen von Angkor erforscht, könnt ihr vielleicht selbst Artefakte finden. So, gucken wir mal. Wir können uns hier nämlich komplett neu ausrüsten. Das tun wir jetzt auch. Als erstes brauchen wir einen Silberhelm für Aaron. Ja, den Eisenhelm brauche ich nicht mehr. So, dann. Hier anscheinend erstmal nichts mehr. Doch, den Schuppenpanzer. Brauche ich einmal für Aaron. So. Sonst hier erstmal nichts. Artefakte. Die geweihte Robe könnt ihr einmal für Cosma kaufen. So, weiter umgucken. Sonst noch irgendwas?
Gesegneter Anch, nö. Dämonenstab auch nicht. Hiervon nichts. Und hiervon auch nichts. So, damit können wir erstmal noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, aber nur für einen. Brauchen wir nicht. Sonst noch irgendjemand Müll? Ja. Die Rauchbombe kann weg. Hier haben wir keinen Müll. Und hier auch nicht. So, keine Angst. Das war noch nicht alles für diesen Part. Das könnt ihr aber erstmal kaufen. Mehr brauchen wir hier erstmal nicht. So, dann suchen wir aber die weiteren Schätze erstmal hier in Champa. So, ein Schatz befindet sich noch im Inn, bevor wir mit den weiteren Leuten reden. Nämlich genau hier. Noch ein Elixier. Früher haben wir viel Handel mit einer Insel im Osten betrieben. Sie haben all unsere überschüssigen Fischvorräte aufgekauft. Aber jetzt haben wir keinen Überschuss mehr. Wir haben nicht mal genug für unseren eigenen Bedarf. Ja, ich möchte einmal schlafen, damit wir wieder fit sind. So, weg hier. So, hier ist nämlich noch was. Moment. Das sind jetzt die Klippen. Die Champa, die nicht in den Klippen leben, sind jämmerliche Feiglinge. Die Leute in den Klippen würden Briggs und Obaba ohne zu zögern mit ihrem Leben beschützen. Alle unsere Männer sind mit Briggs in See gestochen, so auch mein Liebster. Ich hoffe, sie kehren bald wieder zurück. So, hier. Da ist noch eine Schlafbombe. So, dann geht's jetzt in den zweiten Stock. Du fragst dich sicher, warum nur Seeleute und ihre Familien in den Klippen leben dürfen. Nun, von den Klippen aus kann man das Meer überblicken und nach den Männern Ausschau halten. So, wir müssen noch ein höher. So, höher brauchen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns gleich hier noch in Ruhe um. Hier ist der letzte Schatz. Eine Glücksmedaille. Weil ich will erstmal wieder nach unten, weil wir noch mit ganz vielen Leuten reden müssen. Dieser Part wird wieder ein bisschen länger gehen, obwohl er eigentlich relativ kurz ist, wenn ihr nicht mit allen Leuten redet. Aber wir wollen ja wissen, was die zu sagen haben. So, also erstmal umgucken und wieder komplett runter. So, und dann reden wir hier erstmal noch mit denen. Unsere Matriarchin ist der letzte Nachkomme der Ankol. Sie ist eine Meisterin der Esse, eine Gabe des antiken Ankol. Es gab praktisch nichts, was sie nicht hätte reparieren können. Wenn Briggs nicht da ist, ist das Leben in den Klippenkavernen viel ruhiger. Ohne ihn kann es hier sehr einsam werden. Wir Seeleute aus Champa sind in der Welt da draußen nicht sehr gern gesehen, oder? Ja. Hey, das tat weh. Du könntest mich wenigstens aus Höflichkeit ein wenig belügen. Wenn du weiterhin solche Gerüchte verbreitest, wirst du es hier nicht leicht haben. Aber es ist die Wahrheit. Die Ruinen von Ankol sind die einzigen Überreste eines großen Heiligtums, das von unseren Vorfahren erbaut wurde. Sie müssen sehr wohlhabend gewesen sein, um so ein imposantes Gebäude errichten zu können. Ihr seht aus wie Reisende. Wart ihr schon in den Ruinen von Ankol? Nein. Mein Fehler. Diese alten Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Dennoch, die Ruinen sind nur ein kleines Stück weg, nördlich von hier, nordöstlich von hier. Ihr solltet sie euch unbedingt ansehen. Boah. Champa ist zwar völlig verarmt, aber bald werden wir wieder gedeihen. All unsere Hoffnung ruht auf Briggs, der mit einem Schiff voller Schätze zurückkehren wird. Wohl eher nicht. Briggs sitzt im Knast. So, rein ins Haus hier. Seit kurzem ist der Ozean viel wärmer und die Fische werden dadurch immer weniger. Es ist nicht normal, dass sich der Ozean so erwärmt. Was mag der Grund dafür sein?
Ich hörte von einer gewaltigen Flutwelle, die über die südlichen Länder hereingebrochen ist. Ich hoffe, dass Briggs und seine Leute nicht von ihr erfasst worden sind. Doch, sind sie. Kann ich schon mal sagen. So, das müsste alle. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe in den Klippen umgucken. So, hier waren wir sonst überall, also können wir schon mal in den ersten Stock. Bevor er ging, hat Briggs mir befohlen, während seiner Abwesenheit zu wachen. Wenn sich Obaba solche Sorgen um ihn macht, sollte sie jemand ausschicken, um nach ihm zu suchen. So, ich kann jetzt nur sagen, es gibt noch mehr Schätze, aber dafür müssen wir noch in den nächsten Ort, den wir in diesem Part noch besuchen werden. Also wundert euch da nicht. Mein Mann möchte, dass unsere Kinder zu Seeleuten werden, so wie er selbst. Aber ich persönlich will das einfach nicht. Eines Tages möchte ich ein Seemann werden, so wie mein Vater vor mir. Aber meine Mutter gefällt der Gedanke nicht. Sie hätte lieber, dass ich studiere und zu einem Gelehrten werde. Mama hat kein leichtes Leben. Hoffentlich lerne ich einen Seemann mit Zukunft kennen. Dann muss ich selbst nicht so hart arbeiten. Ja, kann man machen, ne? So, weiter geht's. Obaba empfängt momentan niemanden. Sie macht sich Sorgen um ihren Enkel und möchte von niemandem gestört werden. Ist mein Enkel zurückgekehrt? Ist mein Briggs wieder zu Hause? Nein. Ich habe darum gebeten, nicht gestört zu werden, bevor mein Enkel nicht zurückgekehrt ist. Lasst mich allein. Okay. Traurige Geschichte, aber das war's dann wohl. So, mehr gibt's hier nicht zu sehen. Ah, nee, es geht ja noch hoch. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Diese Grube ist Obabas Esse. Sie benutzt sie, wenn sie Metall zu Waffen und Rüstung schmiedet. So, Moment, lass mich mal lesen, ob es noch was zu holen gibt. Gut, hier geht's nicht weiter, also wieder ganz normal runter. So, dann haben wir hier alles erledigt. Ihr könnt dann weg hier. Ich stelle fest, dass du mich einmal mehr eingeholt hast, Felix. Alex! Alex? Wer ist Alex? Alex ist ein Wasseradept. Wir sind zusammengereist. Aber er hat uns verlassen, als wir in Indra gelandet sind. Ein Wasseradept? Ah, wie ich sehe, habt ihr eine neue Freundschaft geschlossen. Ihr wart sicher äußerst beschäftigt, oder? Ja. Und ihr habt sogar einen neuen Wasseradepten für eure Sache gewinnen können. Heißt das, ihr werft mich weg wie ein Stück Abfall? Was willst du eigentlich jetzt noch von uns, Alex? Hast du vergessen, dass du uns verlassen hast? Meine liebe Jenna, nach allem, was wir gemeinsam überstanden haben, habt ihr denn nur noch Verachtung für mich übrig? Nein. Du hast uns doch sozusagen weggeworfen. Wer hier wen verachtet, ist völlig klar. Was sind wir doch für ein verbitterter Haufen. Dabei wollte ich euch doch nur bei eurer kleinen Aufgabe behilflich sein. Auf deine Hilfe können wir verzichten. Wir werden die Leuchttürme ohne dich entfachen. Oh, könnt ihr das wirklich? Dinaria! Genau, Dinaria. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr euch erinnern könnt.
Alex, was geht hier vor? Wie soll ich euch das nur erklären? Ganz einfach. Alex hat einmal mehr seine bemerkenswerte Voraussicht bewiesen. Oh, hattet ihr noch nicht das Vergnügen, aneinander vorgestellt zu werden? Als ich sie in Matra traf, war er auf dem Schiff. Ich bin Hagatio. Mal sehen, der Kerl ist Felix, die Mädchen sind Jenna und Cosma. Dann muss er Kraden sein. Sie sehen aus wie ein unzuverlässiger Haufen von Vogelscheuchen. Ja, sie sind wirklich äußerst nutzlos, deshalb musste ich sie natürlich auch verlassen. Doch jetzt, so glaube ich, erscheint mein Urteil wohl etwas übereilt. Dein Name lautet Aaron? Woher kennst du meinen Namen? Wie schnell man doch vergisst, wir trafen uns bereits, als du in Gewahrsam warst. Wer könnte den Amateur vergessen, der in dieser obskuren kleinen Stadt Wasser zu Eis werden ließ? Ah, du hast es gesehen. Daher wusstest du, dass Aaron ein Wasseradept ist. Tatsächlich habe ich sogar daran gedacht, mir sein Schiff zu leihen. Du würdest ein Schiff von jemandem stehlen? Das sieht dir so ähnlich, Alex. Das schmerzt, Jenna. Ich hätte es lediglich geborgt. Was immer du auch im Sinn hattest, auf keinen Fall hätte es dein Handeln gerechtfertigt. Und gerade als ich die Gelegenheit ergreifen wollte, müsst ihr wieder auftauchen. Du meinst, aus Kibombo. Ich kam nur Augenblicke zu spät. Ist das nicht eine Schande? Dennoch, so konnte ich wenigstens auf Dinaria und Hagatio treffen. Also war es vermutlich eine Fügung des Schicksals. Könntest du für eine Sekunde aufhören, von dir selbst zu sprechen, Alex? Genug der kindischen Sticheleien, Alex. Was ist es, das diese drei Kinder so nützlich macht? Sie brachten uns den Ball, den Akafubo gestohlen hat. Das beweist ihre Findigkeit. Warum dies? Die Kibombo sind sehr kriegerisch, zumindest waren sie das. Den Ball zu beschaffen war sicherlich kein leichtes Unterfangen. Das waren nur einfache Dörfler, leicht einzuschüchtern durch eine Zurschaustellung von Synergie. Nein, sie haben sicher weniger jähe Methoden angewandt, als du es bevorzugt hättest. Oh, und welche Methoden mögen das sein? Alex sagte es bereits deutlich. Wir würden niemanden durch Terror dazu bewegen, etwas für uns zu tun. Genug jetzt! Wechsel nicht das Thema. Wann werdet ihr die verbleibenden Leuchttürme entfachen? Ja, unsere Geduld wird bereits auf eine harte Probe gestellt. Verschwendet ihr noch mehr unserer Zeit, nehmen wir die Elementarsterne und tun es selbst. Hätten wir einen Windadepten sowie Cosma und die Elementarsterne, bräuchten wir euch gar nicht. Wie bitte? Ich bin selbstverständlich gegen eine solche Vorgehensweise. Meine Erfahrungen mit Satoros und Menadi haben gezeigt, dass sie, obgleich mächtige Krieger, nicht dazu geeignet waren, die Mysterien der Leuchttürme zu entschlüsseln. Willst du damit sagen, sie sind daran gescheitert, die Rätsel zu lösen? Kläglich. Deutest du an, dass sie nur grobe Raufbolde waren, nicht in der Lage, mit Logik und Intelligenz zu agieren? Willst du sagen, dass wir uns in dieser Hinsicht nicht von ihnen unterscheiden? Ich fürchte, so ist es. Alex, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ich stehe auf niemandes Seite. Mein einziges Ziel ist es, die Leuchttürme wieder zu entfachen. Dann willst du also diese Aufgabe Felix und seinen Freunden überlassen? Warum haben wir dann die ganze Zeit über nach Felix gesucht? Ich wollte nur sicher gehen, dass er und seine Gefährten ihren Auftrag nicht vergessen haben. Ist das wirklich alles? Zudem wollte ich euch beiden Felix vorstellen. Wozu soll das gut sein? Da Satoros und Menadi nicht mehr unter uns weilen, hattet ihr vielleicht das Gefühl, nichts würde euch mehr zur Lösung eurer Aufgabe antreiben. Das konnte ich natürlich in keiner Weise dulden. Was meinst du damit? Ohne Satoros und Menadi, so dachte ich mir, könnte vielleicht ein anderes Paar, wie soll ich das nur ausdrücken, euch den nötigen Ansporn gewähren, euer Ziel mit dem gebotenen Eifer zu verfolgen. Soll das eine Drohung sein? Seht es, wie ihr wollt. Ich bin nur für die Ermutigung zuständig, die diese Situation erfordert. Und was nun?
Du hast uns dazu benutzt, deine Absichten zu erfüllen. Und jetzt? Haben wir unseren Part gespielt und können gehen? Du wolltest uns nur in deiner Nähe haben, um ein wenig mit den Muskeln zu spielen. Nur um sie zu ängstigen und anzutreiben. Gut. Ich denke, dann lassen wir euch heute ziehen. Aber wir werden immer in eurer Nähe sein und euch dazu drängen, so schnell wie möglich den Jupiter-Leuchtturm zu erreichen. Ich freue mich schon darauf, dich sehr bald wiedersehen zu können, Felix. Irgendwo sehr nahe am Jupiter-Leuchtturm. Kraden, erinnere ich mich recht, dass du diese Reise im Auftrag von Lord Barbie unternimmst? Das ist richtig. Ich studiere Alchemie, weil Lord Barbie es so befohlen hat. Und weiter? Ach, was für ein Jammer. Es scheint, als wären alle deine Studien umsonst gewesen. Worauf willst du hinaus, Alex? Ich will nur sagen, dass Lord Barbie sich letztendlich den Spuren der Zeit beugen musste. Lord Barbie ist tot? Oh, du wusstest es also nicht. Lord Barbie? Tot? Ist das denn wirklich wahr? Alex, wie kannst du so etwas mit Sicherheit behaupten? Versteht mich nicht falsch. Lord Barbies Ableben erfolgte nicht durch unser Wirken. Obwohl das Volk von Tolby vielleicht den Eindruck hat, dass unsere Präsenz zu seinem Tod geführt hat. Alex, lass das melodramatische Gequatsche und komm endlich mal zum Punkt. Mit einfachen Worten, ich würde euch empfehlen, Gondoran für eine Weile zu meiden. Ich dachte nur, dass es besser wäre, euch auf eure Reise zu konzentrieren, als durch die Welt zu gondeln und ihre Geheimnisse zu lüften. Wie nett von dir. Wie es dir beliebt. Nun gut, auf ein baldiges Wiedersehen. War es Alex' einzige Absicht, uns zu bedrohen? Ist er deswegen hierher gekommen? Und um uns die Nachricht von Barbies Tod zu überbringen. Ganz abgesehen davon, dass wir mit keiner Silbe nach solchen Neuigkeiten verlangt haben. Vielleicht hatte er seine eigenen Gründe dafür, es Kraden zu sagen. Was meinst du damit, Aaron? Wenn Kraden nur auf Barbies Geheiß hier ist, hat er jetzt keinen Auftraggeber mehr. Oh, natürlich, daran hatte ich gar nicht gedacht. Der Befehl lautete doch, Lemuria zu finden, nicht wahr, Kraden? So ist es, aber wenn Barbie tot ist, kannst du jetzt gehen, wohin du möchtest, Kraden. Das ist nicht wahr, Cosma. Sicherlich, mein eigentlicher Grund für die Erforschung der Alchemie war Lord Barbie. War Lord Barbie? Das ist die Mitvergangenheit. Wie lauten deine Gründe jetzt? Es geht nicht länger einzig um die Forschung. Ich tue dies aufgrund all der Erfahrungen, die ich auf dieser Reise gemacht habe. Die Forschung? Die Erfahrung dieser Reise? Ich kann euch nicht folgen. Ich verstehe kein Wort. Aber natürlich nicht. Felix ist der Einzige, mit dem ich darüber gesprochen habe. Was, du wusstest es? Das ist nicht fair. Ja. Bitte, Felix, lass uns jetzt nicht so viele Worte darum machen. Es ist viel zu kompliziert. Nun, wann wirst du es uns sagen? Sobald wir in Lemuria sind, sollt ihr alles erfahren. Ist das ein Versprechen? Ich verspreche es. Aaron, würde es dir etwas ausmachen, noch etwas zu warten? Ich kann keine Gedanken lesen, so wie Cosma, aber ich kann mir gut vorstellen, was du im Sinn hast. Du kannst es dir vorstellen? Was meinst du? Du bist doch ein großer Gelehrter, Kraden, oder etwa nicht? Ich glaube, du liegst mit deiner Theorie richtig. Und um sie zu bestätigen, will ich so bald wie möglich nach Lemuria zurück. Wir werden später erfahren, was das ist. So. Dann sind wir auch schon fast fertig. Es geht aber jetzt weiter. Zur nächsten Stadt. Jetzt müssen wir nach hier. Da geht's als nächstes hin. Auf geht's. Oh Junge, in die Ruinen von Ankhol gehen wir noch nicht. Da kommen wir erst später hin. Wir werden jetzt erstmal dahin segeln müssen. Weil eine Stadt müssen wir in diesem Kapitel noch lösen.
So, ja, wir haben übrigens was Neues gelernt. Radiostrahl. Und sie hat Einschlag erhöht Attacke von allen. Und wir haben mit ihm Polaros erlernt. Tja, das war leicht. So, wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Ihr habt wahrscheinlich auch schon gesehen, wo Lemuria liegt. Aaron hat es ja erwähnt im vorletzten Part, glaube ich, im Nebel. Lemuria liegt hier, genau hier drin. Da können wir aber leider noch nicht hin. Ich wüsste zwar auswendig, wie wir durch Lemuria kommen, glaube ich noch. Das müsste ich noch im Kopf haben. Aber uns fehlen wichtige Gegenstände noch, damit wir nach Lemuria kommen. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da hinfahren. Wir haben erstmal noch die See zu erkunden. So, hier müssen wir als nächstes hin. Gut ausgewichen, Beißmaus. So, das war's. Nice. So, Izumu. Hier können wir noch was kaufen. So, hier müsste es noch einiges zu kaufen geben, was wir ausrüsten können. So, einmal den Platinreif für Cosma. So, jetzt Artefakte. Hier gibt es nämlich die Kriegshandschuhe. Die könnt ihr Felix geben. Nein, den Fujin-Schild verkauft ihr nicht. Den Fujin-Schild gebt ihr weiter an Aaron. So, und dann gucken wir mal, ob wir jetzt alles haben. Gut, Felix ist fertig. Hier haben wir noch nicht alles, da fehlt uns noch was. Die Ninja-Klinge bekommt nämlich Jenna. So, der Froststab, den könnt ihr verkaufen. So. Oh, der kostet 10.000 und da haben wir leider nicht genug. So. Der Claymore bringt uns noch 3.000, also reicht das nicht. Und es fehlt uns noch sowas wie der Federhandschuh und solche Sachen. Und den Federhandschuh gibt's hier gar nicht, sehe ich gerade. Aber das Knochenband gab es doch, oder? Nee, leider nicht. So, können wir noch irgendwas verkaufen? Ach nee, Federhandschuh haben wir schon. Und Knochenband auch. Uns fehlt nur noch der Shamshir. Selbst wenn ich das Ding verkaufen würde. Ich muss kurz farmen. So, ein bisschen Geld müssen wir jetzt leider farmen im Part. Weil wir wollen ja die perfekte Ausrüstung. Dann werde ich später noch mehr Geld farmen. Ich brauche nämlich mindestens noch 700 Münzen. Leider. So, komm, Gegner, kommt raus. Wir brauchen noch ein paar. So, Tornado und Polaros. Wie viel Geld habe ich jetzt?
Reicht noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch 2 Kämpfe machen. Zum ersten Mal seht ihr mich jetzt ein bisschen farmen. Das mache ich normalerweise offscreen, aber wir wollen ja die richtige Ausrüstung haben. So, das müsste eigentlich schon reichen. Nee, wir müssen noch einen Kampf machen sowieso. So, das sollte dann reichen. Nein. So. Dann Artefakt. Nein. So, scheiß mal auf das Spielticket, wir haben mehr als genug. Dann geben wir Aaron jetzt den Shamshir. So, und dann vergleichen wir, ob wir die korrekte Ausrüstung für alle haben. So, also Scheibenaxt, Wikinghelm, Krieger, Kriegshandschuhen, Ixions Panzer plus Lederstiefel, perfekt. So, Jenna, Ninja-Klinge, Dornkrone, Federhandschuhen, Silberweste bräuchte sie noch. Scheiße, habe ich jetzt die Silberweste gibt es hier nicht zu kaufen, ne? Moment. Die muss ich leider auch farmen. Wie viel würde ich für Jennas jetzige Weste kriegen? Nur 1050. So, dann würde ich euch sagen, wir sehen uns hier gleich wieder bei der Verkäuferin. Ich cutte das raus und farm mir das Geld schnell zusammen. Also, bis gleich. Hier sind wir auch schon wieder. Ich habe ein bisschen gefarmt. Wir haben jetzt genug Geld, wenn wir Jenna die Weste verkaufen, die Silberweste. So. Verkaufen wir das. Seidenrobe kann weg. So, und dann einmal die Silberweste. So, und jetzt vergleichen wir nochmal. Jetzt müssten wir aber alles haben. Bei ihm haben wir alles. Ninja-Klinge, Dornkronen, Federhandschuhe, Silberweste, Lederstiefel und Einhornring. Perfekt. Synergiestab, Platinreif, Knochenband, geweihte Robe, goldene Stiefel und der Wächterring. Auch. Shamshir, Silberhelm, Fukin-Schild, Schuppenpanzer, Lederstiefel und den goldenen Ring. Das ist die Ausrüstung für dieses Kapitel. Jetzt sind wir komplett und können uns mit den Leuten hier unterhalten. Moment, kann ich nicht sogar noch was verkaufen? Ich habe doch irgendwas Nutzloses gekriegt. Hier. Perfekt. Und dann reden wir mit dem alten Sack da oben. Eines Tages demonstrierte auch Kushinada ihre Kräfte, ihre Stärke gleich beinahe der von Sasu. Was für ein Jammer. Es wäre so schön gewesen zu sehen, wie stark sie geworden wäre. Lady Uzume will nicht, dass Kushinada geopfert wird. Aber nur so kann die Schlange beschwichtigt werden. So, es gibt hier aber noch drei Schätze zu holen. Die werden wir auch gleich holen. Reden wir aber erstmal mit den Leuten. In Izumo gab es in letzter Zeit ziemlich viel Ärger. Ich möchte euch nicht abschrecken, aber ihr solltet besser wieder gehen. Und zwar schnell, auf der Stelle. Wirklich, lauft! Sasu will versuchen, die Schlange zu töten und seine geliebte Kushinada zu retten. Er ist so furchtlos. Mein Name ist Okuni. Ich bin eine großartige Tänzerin. Allerdings steht mir der Sinn zurzeit nicht unbedingt nach Tanzen. Tja, so ist das manchmal, ne? Die Töchter der Familie jenes Hauses verlangten, dass wir das Opfer durch das Los wählen. Wäre Lady Uzume das nächste Opfer gewesen, wenn ihr Name auf dem Los gestanden hätte? Okuni, Kushinada und Lady Uzume haben alle teilgenommen, um mit uns das nächste Opfer zu bestimmen. Ich kann nicht glauben, dass Kushinada gezogen wurde. Ist das Zufall? Schicksal? Wir werden es wohl niemals erfahren. Ich bin so erleichtert, weil ich nicht das diesjährige Opfer bin. Aber was geschieht nächstes Jahr? Das werden wir sehen. Ah, Moment, ich habe den Schatz vergessen. Einer der Schätze ist hier. Eine Rauchbombe.
Beim nächsten Vollmond wird ein mutiger Krieger erscheinen, um die Schlange zu besiegen. Aber das ist nur eine Legende. Niemand glaubt daran. Niemand. So, dann könnt ihr hier einmal rum. Das weiß ich nämlich noch. Oder auch nicht. Abgesperrt. Auch hier. Irgendwie, ach so, ja. Hier könnt ihr rum. Habe ich mich doch richtig erinnert. So, weil hier ist noch ein Schatz. Ein Lebenswasser, sehr wertvoll. Wer hat am meisten HP? Aaron, glaube ich, ne? Ja, ich würde das gerne Aaron geben, weil er am längsten von uns überleben würde. So. Und dann gibt es halt auch noch einen Schatz. Der ist bei dem großen Gebäude da. Aber erstmal gehen wir nochmal ins Inn. Wenn ich jünger wäre, hätte ich das Opfer sein können. Ah, es ist so schrecklich. Wir können froh sein, dass wir gerade noch so genug Geld haben. Für jetzt. Ich werde bis zum nächsten Part wieder ein bisschen Geld farmen. Also wundert euch nicht. Ich werde die Level aber dann zurücksetzen, die ich beim Farmen mache. Also ich will nicht overlevelt sein. Das geht alles. Also wundert euch dann nicht. Das war dumm. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Gegengifte ohne Ende. Können wir alle nicht gebrauchen. Das nächste Opfer durch das Los zu wählen scheint eine sehr harte Methode zu sein. Ich bin viel zu alt, um den Ideen dieser modernen Zeiten folgen zu können. Sie scheinen mir viel zu extrem zu sein. Wir müssten auch alle Schätze jetzt gefunden haben. Ja, haben wir. Okay. Das Drachenmal scheint die Schlange im Zaum zu halten, aber wie lange noch? Ich möchte wissen, warum der Wächter aus der Legende wieder erwacht ist. Vor einiger Zeit ist auf dem Festland ein Vulkan ausgebrochen. Wir konnten im Westen den Schein des Feuers am Himmel sehen. Kurz darauf ist der große Drache erwacht. Das hat die ganze Insel in Panik versetzt. Ich kann meinen Dolch nicht finden. Ich hatte ihn doch eben noch. Wo habe ich ihn? Moment. Hat vielleicht Sasu? Die Schlange kann das Licht der Sonne nicht ertragen. Daher zeigt sie sich nur nach Einbruch der Dunkelheit im Dorf. Genauso wie es die Legende berichtet. Ich bin alt und habe die Nase voll von dieser Welt. Warum kann ich nicht geopfert werden? Ist eine sehr gute Frage. So, dann können wir jetzt nochmal in den Laden gehen, weil wir die ganze Scheiße verkaufen können wieder. Wir wollen jetzt nicht unbedingt Gegengift und Rauchbomben mitschleppen. So. Dann geht's jetzt nach oben. Wir haben hier unten mit allen Leuten geredet. Als Kind war Sasu so wild, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gab viel Zwietracht zwischen ihm und seiner älteren Schwester, Lady Uzume. Erst Kushinada konnte seine Wildheit bändigen. Natürlich will niemand, dass sie geopfert wird. Wenn ich älter werde, kann ich vielleicht auch ein Opfer sein? Was ist ein Opfer? Wie können wir nur unsere geliebte Kushinada opfern? Das ist nicht fair. Tja, so ist das leider. Die Schlange fraß all unser Essen und verschwand dann wieder in der Dunkelheit. Sie hat unser Fest ruiniert. Die Schlange lebt auf dem Mikage-Berg. In unserer Sprache bedeutet das der unsterbliche Berg. Solange die Schlange auf seinem Gipfel lebt, wird sie sicher auch nicht sterben. Die Schlange lebt auf dem Mikage-Berg. In unserer Sprache bedeutet das der unsterbliche... Ach so, nee, ist der alte Sack, Alter. Eines Nachts hat die Schlange das Dorf während einer Feier angegriffen. Sie verschwand nicht, bevor sie nicht das gesamte Essen verschlungen hat. Es hat keinen Sinn zu tanzen, wenn Okuni nicht dabei ist. Hallo, lasst ihr mich hier mal durch? Was ist denn los mit euch?
Sasu ist wohl nicht hier. Ich glaube, er wollte zum Mikageberg. Er glaubt, er könne Kushinada retten. Daher ist er nun los, um gegen die Schlange zu kämpfen. Er glaubt wirklich, dass er die große Schlange vom Mikage besiegen kann. Es ist alles umsonst, denn ein Held wird kommen und die große Schlange vernichten. Wenn die Schlange Sasu tötet, bin ich ganz allein. Ja, Sasu kam hier vorbei, als er auf dem Weg zu Kushinadas Rettung war. Der Idiot hat mich einfach umgehauen und ist weitergegangen. Er war völlig außer sich. Selbst wenn Sasu Kushinada retten kann, wird sie nicht einfach mit ihm fortlaufen. Ich glaube, sie wartet noch immer auf den Helden, der die Schlange vernichten wird. So muss es sein. Sasu, bitte komm nicht, um mich zu retten. Wenn ich dich sehe, verliere ich sicherlich den Mut, mich für Izumo zu opfern. Wenn ich davonlaufe, werden Lady Uzumo und alle anderen in Izumo leiden müssen. Bitte, komm nicht, um mich zu retten. Lady Uzumo hat prophezeit, dass ein Held kommen wird. Ich glaube ihr. Daher werde ich hierbleiben, bis der nächste Vollmond gekommen ist. Und auch der Held. Sasu, bitte, versuch nicht, mich zu retten. Alles klar. Das war alles, was wir hier machen können. Der Part geht auch schon lange genug. Wir sind dann soweit fertig. Hier, jetzt können wir das Dorf wieder verlassen. Wir haben mit allen geredet. So, raus. Jetzt können wir einmal rum. So. Das wird unser nächster Halt, aber da werden wir erst im nächsten Part reingehen. Ich werde ein bisschen Geld farmen. Level werde ich zurücksetzen, bis auf den Stand, den wir jetzt haben. Aber liked dieses Video und abonniert den Part, wenn ihr mehr von Golden Sun sehen wollt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Part wieder. Bis dann! Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr noch mehr von Golden Sun, die vergessene Epoche sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!